Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil LS17 hier auf der wunderschönen Südhämmern. Mit am Start ist der Ranzer. Was? Ja, genau, da ist er. Und der Sven. Hallo. Jo. So Sven, was war zweitens? Ja, zweitens habe ich ja den stärksten Tracker. Aber ich habe gerade schon mit Entsetzen festgestellt, dass auch der Tracker nicht alle drei Trailer beladen. Finkern so richtig. Das ist ja schade. Oh. Zeit also, für den Deutz. Nein, für den Fan. Ey, der Fan ist da noch nie drauf, also Deutz. Ja, der Fan kommt aber. Wir können ja nur was drauf ist. Den schönen Fan 1050, Junge. Wir mit über 800 PS. Pass auf, Zeit für beides. Ja, ich will auch noch einen. Ich nehme mir noch, keine Ahnung, irgendein Klaas oder sowas. Oder ich nehme auch den Deutz, ich bin ja auch Deutz-Fan. Bin ich ja nicht so. Oder den Challenger, halt mit Drillingsbereifung überall. Ja, viel Spaß damit beim Fahren. Das macht Spaß. Es geht. Zum Verdichten ist das gut, wenn du Silage machst. Oh ja. Ich bin ja sogar überlegen, ob ich anfange, LS mit Lenkrad zu spielen. Ah, habe ich schon probiert, ist scheiße, da musst du die die Lenkeinstellung musst du komplett ändern, weil der einen kleinen toten Winkel hat. Und das funktioniert nicht so ganz. Weil du hast ja das gleiche Lenkrad, glaube ich, wie ich, ne? Nee, hast du nicht. Du kannst sagen, habe ich nicht. Du hast ja nicht das 900 Grad Lenkung und so. Du hast ja nur 180. Hm? Du hast ja nur 180. Aber 180 reicht dicke für ein LS. So, ja, ich bring dann mal die. Ja, zu den Schweinchen da, ne? Eine Futtermisch. Ja, direkt zu den Schweinchen oder? Nee, eine Futtermisch. Ja, wie soll ich denn, Alter, wie soll ich das denn machen mit drei Anhängern? Ja, muss öfter mal absatteln, naja. Ne? Hast was zu tun. Ich krieg das hin. Und auf dem Rückweg, bring gleich auch noch, weil du ja genug Zeit hast, bring noch das Ding mit. Hast du es gekauft? Nein. Das geht eh nicht, du musst... Oh Gott, der fährt hier im Berg mit 11 km/h hoch. Nein, ich hab mich wieder festgefahren. Nein. Kann ich jetzt nicht sein, ich bin am Arbeiten. Ich geh vorne hoch. Och, Mann. Ich bin am Wegfahren, tschüss. Ja, tschüss. Ich rette mich selber. Viel Erfolg! So, ja, ich komm doch schon. Jetzt schiebe ich das Ding wahrscheinlich gleich in den Kanal rein oder so. Aber das wär's. So, müsste das eigentlich reichen. Ja, nee. Ja, oder? Ja, okay, oder so geht er auch in die Richtung. Oh, es leckt gerade ein bisschen bei mir. Bei mir nicht. Ja, ein bisschen hoch gerade. Die MS. Deswegen habe ich mich hier voll verkantet. Ah, jetzt sind sie wieder runtergegangen. Guck mal, ich bin ganz fertig hier. Nice. Also gib mir noch so 2 Wochen, dann bin ich ganz fertig. So, was haben wir jetzt hier? Da ist die Reihe. Ja, wenn du jetzt gleich noch helfen würdest, dann wären wir hier ruckzuck fertig. Also in Anführungsstrichen ruckzuck. Was heißt denn hier helfen? Ich muss erstmal was fertig machen. Ja, aber du hast ja eine viel größere Arbeitsbreite als ich. Das hat sich jetzt so angehört, als würde ich hier nichts machen. Doch. So war es auch gemeint. Nein, alles gut. Ich hab Platten. Echt? Kann passieren. Ja, ist ein bisschen platt, die Reifen hier. Ja, dann musst du Luft reinpumpen. Noch auf meine Werkstatt, auf der Hebebühne. Nicht so schwer beladen. Ja, lass einen Anhänger da hinten. 37.000 Tonnen. Ach nee, nicht 37.000, 37 Tonnen, so. Ja. 37.000. Das wären aber ganz schön stabile Brücken auch so, ne? Also, das wäre schon krass. Entschuldigung, Versprecher. 37.000 Tonnen. Wo gehören den Kartoffeln denn rein? Da. Das 37.000 war ja vielleicht sogar richtig. Kilogramm. Ja. Alter. Gibt irgendein Gefährt auf dieser Welt, was dieses Gewicht ziehen kann? Ziehen, weiß ich nicht, aber transportieren ja. Easy sogar. Gibt's überhaupt etwas, was so schwer ist? Ja. Ja. Unser Schiff zum Beispiel. Ehrlich? Ja.
Da passen nur 6000 Kartoffeln rein. Ja, dann gibt den Rest noch ins Lager. Ins Lager. Wir haben Kartoffellager. Gut, machen wir das. Frage, ey. Kipp aber zur Seite ab, ne? Hier. Nicht nach oben abkippen, weil sonst kommst du unter die Decke. Dann springst du wieder so rum. Ja, das Gute ist, der Große vorne, der hat eine kleine Luke. Ja, den kannst du auch Auskippseite zur Seite ändern, wenn ich mich nicht irre. Der Große, nein. Ne, der Große nicht? Okay. Nein, nein, den Großen, den kannst du nur Kornschieber und ach so. Normal halten. Na okay, aber bei den Kleinen, da geht das auf jeden Fall. So, ich bin schon, ach, ich bin schon wieder voll, deswegen geht das Ding nicht runter. Ja gut, dann kipp ich dir immer was ab, ne? Mach mal. Wie lange brauchen wir, um das Deck zu bringen? Ein Stündchen. Hält ja auch immer an jeder roten Ampel an, oder was? Ne, aber der begrüßt gerne die Leute im Dorf per Handschlag. Ach so. Immer. Deswegen dauert das meistens mal ein bisschen. Frag halt immer die Frauen dann, ne? Mhm. Ich bin eine Frau. Ja, und du kannst doch lesbisch sein. Oh Gott, oh ist Gott. Ich bin etwa homophob. Da haben wir jetzt aber schon über 40, knapp 40.000 Kartoffeln hier rausgeholt, ne? Ja, sag ich doch, das lohnt sich, Dicke. Ich hab mal das Große geholt, aber auf mich hört ja kein Arsch. Das muss auch keiner. Das hätten wir uns aber immer noch nicht leisten können, das wäre einfach viel zu teuer gewesen. Für was Lohnauszahlung? Für die 3 Sekunden Helfer, die ich hier mal anhatte? Und der ist ja auch... Jo. Den sollten wir lassen, der ist zu teuer, der Arbeiter. So. Wo ist denn jetzt hier meine Rinne? Da. So, warum senken. Kein Geld auf meinem Konto. Weil ich auch nichts hab. Ja, du nichts hast, ist ja nicht verkehrt. Damit ihr euch keine Trecker für 300.000 kauft. Schade. Aber so viel Geld könnt ihr euch, so viel Geld konnte ich euch eh nicht gleich geben, weil ich hab nur 73.000. Oder wir haben nur 73.000. Was für einen Trecker würdet ihr euch denn holen? Was für eine Mod habt ihr denn? Ich würde mir den Fendt 1050 mit 800 PS holen. Ich würde mir den Deutz Serie 9 Designer Edition holen und jetzt, pass auf, mit dem 9340 TTV Cobra Edition Motor. Das Rad-Setup ist Breitreifen plus Radgewichte. Die Felgenfarbe ist zwischen lila und dem grün, dieses komische Blau. Und das Design ist Digi Blue. Digi Blue? Digi Blue. Kostet 288.000. Ein Schnapper. Oder 23.040 pro Dach, wenn es Miete ist. Ist ja noch günstiger. Nicht wirklich günstig. Es ist richtig günstig. Ne? Ja, das ist billig. Total günstig. Was, genau, wir haben doch, Sven, du könntest mal gucken, ob wir nicht in unserer Sandkuhle da hinten irgendwas haben. Mit Sand, da können wir richtig schniekes Geld machen. Ich guck mal eben, wie viel drin ist. Apropos Sand, wie sieht das eigentlich aus mit Treibstoff selbst herstellen? Ja, das dauert ja noch 3-4 Tage, ne? Aber die Idee wohl. So lange dauert das noch gar nicht. So, also wir haben in der Sandkuhle haben wir 33.000 Liter Sand. Oh, das ist gut, das gibt richtig Kohle. Hol das mal ab und bring das bitte weg. Haben wir da schon irgendwas für? Nee, ne? Doch. Bevor du das holst, guck mal bitte, was wir alles brauchen, um Treibstoff herzustellen. Treibstoff, bla bla bla, wo ist denn die Raffinerie? Den Treibstoff kannst du aber nicht verkaufen, das ist das Problem. Brauchen wir, doch, kannst du wohl. Wo? Kannst du aber beim Hafen. Ach, richtig. Sandkuhle kannst du dort bringen. Ja. So, also Raps brauchen wir, Sojabohnen und Sonnenblumen. Und dann kriegen wir Treibstoff. Okay, Sonnenblumen, können wir die anpflanzen schon? Ja, können wir. Wir haben noch was im Lager davon. Und Raps ist einfacher für uns. Also, wir haben hier im... Wir brauchen alles drei, wohlgemerkt. Wir haben Raps, Sojabohnen und Sonnenblumen. Gut. Haben wir im... Die drei Sachen wirst du dann auch zur Raffinerie bringen, daraus Treibstoff herstellen. Den Treibstoff dann, wenn der fertig ist,
zum zur Sandkuhle. Sanddingen hin, zur Sandkuhle. Weil da so müssen wir kein Geld für Treibstoff ausgeben. Ja. So, erstmal, haben wir jetzt Anhänger da oder nicht? Achso, ich hol einen. An der Sandkuhle. Achso, nee, an der Sandkuhle dürfte keiner sein. Warte, ich dann nehme ich die drei, die ich hier habe. Ja, ja, genau. So. Das hier habe ich schon mal fertig. Nee, an der Sandkuhle ist nichts. Gut, Robin, Ranzer, dann stelle ich dir mal schon noch so ein Ernteding dahin, wa? Jo, ich bring das dann schon mal weg, ne? Ja. Könnt ihr das überhaupt abgeben? Ich glaube ja, ne? Ich habe es eingestellt, dass ihr das könnt. Ja. Weil mit dem Sand müssten wir ja eigentlich jetzt auch richtig Kohle kriegen. Das kriegen wir ja 2000 die Tonne. Und wenn da 33.000 sind, dann kriegen wir 66.000 Euro. Haben wir eine Sämaschine, die Sonnenblumen... ich glaube schon, müssen wir gleich mal gucken. Weil, wenn wir uns dann selber einen Treibstoff herstellen könnten, dann können wir selber tanken damit. Das spart auch deutliches Geld. Und ja, wir können das halt daraus halt dann auch den Sand herstellen, ne? Naja. Und das brauchen wir nachher auch, um Treibstoff brauchen wir, um unseren Kompost herzustellen, Saatgut herzustellen, Dünger herzustellen. Nein, Dünger und Saatgut brauchen wir keinen Treibstoff. Ach, stimmt, hast recht. Ja, aber für Kompost. Und damit, auch immer damit wir unsere Kirschen, weil die bringen ja auch richtig Geld und die Pflaumen. Da brauchen wir Wasser. Ja, Wasser, das kriegen wir am Hof. Gar nicht von mir. Ja, umsonst sogar. Umsonst. Ach nee, kostenlos. Kostenlos. Ja, so ist das, ne? Ja. So, nicht anders, ne? Aber das wird doch nicht anders sein. Nee, kein Stück. Hallo Sandkohle. Kalbstoff haben wir hier denn noch drin. 8880. Oh, das reicht ja noch für ein bisschen. Ach, falsche Taste. Wird das 1 zu 1 gemacht? Nee, 50 Liter Sprit sind 250 Sand. Oh. So kommt da noch ein bisschen was raus. Ja, aber dafür kommt auch ganz schön was raus. Der Sand ist ja extrem lukrativ. Ja, aber der Preis kann auch sinken, denk daran. Ne? Ja klar, aber wenn du jetzt mit einmal 33.000 dahin bringst, dann ist das erstmal weg. So, wieder voll, wieder 10.000, knapp. Wir haben, glaube ich, jetzt das halbe Feld eventuell. Nein, noch nicht ganz. So, meine Hänger sind alle voll mit Sand. Das ist natürlich noch schwerer, das heißt, ich habe noch mehr zu kämpfen. Ja. Hast wenigstens was zu tun. Ich habe die ganze Zeit was zu tun, falls du mal auf dein Feld guckst. Ja, aber hier ist ein riesen Haufen. Und gleich wird der Haufen noch größer. Und zwar doppelt so schnell. Er hat's mich jetzt schon. Nö, alles gut. Jetzt hänge ich bestimmt gleich wieder zwischen, den Bäumchen hier fest. Da. Ich hoffe mal, die PS reicht. Ja, achso. Musst du nachgucken. Ich glaube aber schon. Weil wenn nicht, haben wir keinen anderen Traktor, außer noch den Walter, der das dann machen kann. Ja, dann fährst du halt ein bisschen langsamer. Schaffen tut er das ja auch. Nee, wenn es zu wenig PS macht, kann er glaube ich gar nicht erst einschalten, das Gerät. Doch, kann er. Kann er? Ja, langweilig. Man muss es auch irgendwie dann so machen, dass es gar nicht erst geht. Naja, aber in realen geht es ja auch, nur du kannst... Also wenn natürlich jetzt klar, wenn du nur 50 PS hast und das Ding braucht 200, dann geht es wahrscheinlich in real auch nicht. Aber wenn du jetzt mal so 5 bis, sagen wir mal 10 PS drunter oder 20 bis runter, dann geht das ja trotzdem. So. Und wieder zwei Reihen fertig. So,
Weil ich fahre dann immer schön hinter dir, ne? So schön im Versatz. Oh, meinst du beim Drehen dahin, das ist gut? Willst du nicht auf der anderen Seite anfangen? Das machen wir. Okay. Wir können uns aber nicht begegnen, ne? Weil die Maschinen deutlich breiter sind. Das ist nicht, ja, das ist nicht schlau. So, dann kannst du mal gucken, was du gekriegt hast. Ja. 30.000, 5.000 und den ersten habe ich leider nicht gesehen. Wir haben jetzt 111.000, eben waren wir 73.000. Ja, über 30.000. Ja. Ja, locker über 30. Kannst du, ja. Also ich glaube... Was möchtest du? Ne, ist schon gut. War ja noch nicht fertig, die Felder. Oh, ich habe glaube das Pflanzenwachstum ausgestellt. Sag nicht, du bist jetzt in den Kanal gefallen. Nee, aber ganz knapp. Scheiße. Nein, keine kein Internetradio. La 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 la. La 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 la. So. 15 Sekunden würden zwar locker klar gehen, aber. Apropos Radio, warum hat eigentlich keinen Plan? Ich kann ja schon die ganze Zeit dran. Geile Schleichwerbung hier, ja? Aber ich kann auch noch Hardbase FM oder Cordtime FM machen. Kannst du. Musst du aber nicht. Aber wer hört den Scheiß? Oh, Mensch, mit dem der Sensation will ich auch schon mal wieder die Folge beenden, würde ich mal sagen, wa? Das auch? Das auch noch, Junge. Jungs, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss. Tschüss.